Hallo, mein Name ist Markus Meyer. Ich bin der Geschäftsführer der Firma Force of Disruption. Und wir schauen, dass wir Hado in die Öffentlichkeit kriegen. Hado ist Völkerball nur auf einem digitalen Wege. Wir haben eine Augmented Reality. Und in dieser Augmented Reality können wir so Energiebälle werfen oder uns halt eben auch hinter Schilden verstecken. Man hat eine erweiterte Realität. Und in dieser kann man echten Teamsport erleben. Also wir bringen Gaming zusammen mit Bewegung. Ja, hi, ich bin Oliver, ich bin der Veranstalter von der Gamevention in Neumünster, dem Festival für Gaming, E-Sport, Cosplay, Culture und sehr viel mehr. Heute hier machen wir die Hado-Meisterschaften in Neumünster in der Holzengalerie. Hado ist ein Spiel aus Asien, wird mit Virtual Reality Brillen gespielt in 2 Dreierteams jeweils gegeneinander. Und wir freuen uns, dass auch der Bürgermeister Tobias Bergmann heute hier bei uns ist. Ich habe jetzt mein erstes Hado-Spiel hinter mir. Wir haben 13-1 verloren. Wir sind so ein Dreierteam gewesen, also wir haben noch Luft nach oben. Wir haben uns leider nicht für die Europameisterschaft in Paris qualifiziert, aber ich habe Spaß gehabt. Also es ist ja dann Bewegung, du hast diese Maske auf, musst laufen, kommst richtig ins Schwitzen. Also mir hat es Spaß gemacht. Wir sind hier bei Hado. Ich bin heute das allererste Mal hier. Man kann es ja hier überall sehen. Diese Plakate sind sozusagen die Trennwände für dieses Spiel. Wir stehen hier gerade mitten in einer Spielfläche. Ich spiele heute das erste Mal und ich muss wirklich sagen, dass es wirklich, wirklich viel Spaß macht. Also nichts für schwache Nerven hier. Auf dem Bildschirm sieht das wirklich einfach aus, aber wenn man selber spielt, ist es doch ziemlich, ziemlich schwer. Weil man auch noch eine Kamera auf dem Kopf hat, die habe ich jetzt gerade nicht dabei. Und mit dieser Kamera muss man auch gleichzeitig zielen und sich bewegen und natürlich auch treffen. Das ist ganz, ganz wichtig. Muss währenddessen die Waffe aufladen sozusagen und kann noch verschiedene Fähigkeiten einsetzen. Wie man hier sehen kann, kann man hier verschiedene Punkte verteilen, um Fähigkeit zu erlangen, Schnelligkeit, Aufladegeschwindigkeit und so weiter und so fort. Also sehr, sehr vielfältig. Und ich muss ehrlich sagen, ich denke mal, ich werde das hier öfters machen.